Welcome to the programme. It's the worst violence since Kosovo declared independence. NATO and UN forces have come under attack in the divided town of Mitrovica as they cleared demonstrating Kosovan Serbs from a UN courthouse. More than 20 UN police have been injured and 8 NATO peacekeepers. Tension had been rising in Mitrovica for several days. Police and peacekeepers moved in to regain control of the UN-administered courthouse. Por përveç pavarësisë së Kosovës, presidenti amerikan ka dhuruar vërtet çaste emocionuese kur pas takimit në fush kruj me përfaqësuesit të biznesit. President Boris Tadic called for restraint by the police. 70 Serb demonstrators were injured. Our main story of the day, some analysts say they worry that independence on paper won't match the reality on the ground. Ladies and gentlemen, Sunday 11th of May, big tournament in Pristina. Fontane. Peacekeeping mission in Pristina. Football tournament on 11th of May in Pristina. Now, Turnier Footballi. Football tournament. Football tournament in Pristina. Peacekeeping mission in Pristina. Football tournament on 11th of May, 3 o'clock p.m. at Fontana. Come and play with us. Mein Name ist Hamid. Hallo. Ich bin Peter. Peter, alles gut. Du bist Fußballer? Ja, Fußballer. Ich habe gespielt in Deutschland, in Bayernliga. Weil war die ein Club von die Kroatien, Nika Kroatien. Und dann ich bin gekommen fast 6 Monate in Kosovo runter. Weil ich war fast 3,5 Jahre in Deutschland. Und dann will ich nichts mehr zu leben in Deutschland. Meine Heimat ist besser, Mann. Bist du jetzt hier? Nein, jetzt ich muss Arbeit für meine Familie. Überhaupt nicht mehr? Nein. Aber ich hab schon von einer Mannschaft hat mir gesagt, ja kommst du, spielst du hier in Kosovo. Aber ich habe gesagt, nein. Ich muss arbeiten, man muss verdienen Geld für meine Familie. Bist du jetzt der Einzige, der sozusagen Geld verdient und Geld nach Hause bringt? Oder ja, sind das... Ja. Gibt es da noch an? Ja? 250 sowas. 250 Euro hier im Bau verdienst du? Im Monat? Ja, im Monat. Ich war in Deutschland, meine Cousin hat mir gemacht ein Visum zum gehen nach Deutschland.
Weil war so 3 Monate mit dem Visum, Schengen-Visum. Mhm. Und dann ich habe so Asyl gemacht in Deutschland. Ich bin gekommen für, wegen meiner Familie, weil ich muss arbeiten. Weil mein Bruder, die 2 Brüder, ich habe 2 Brüder, Geld auf mich, die ist nicht so viel Arbeit, weil mein großer Bruder hat 3 Kinder. Mhm. Aber kann nichts arbeiten. Weil da war der Krieg in Kosovo. Und dann war so viel Stress und so mit der Polizei, die Serbien. Mhm. Und dann jetzt hatte er keine Kraft zum Arbeiten. Aha. Welches Problem hat er denn? Ist er verletzt worden? Oder? Ja, verletzt. Welche Verletzung hat er denn? Von Krieg und die so kann nicht so viel schlafen. Jede Nacht denkt so viel. Eine Nervenkrankheit? Ja, genau. Mhm. Ich habe Probleme gehabt im Krieg mit den Serbien. Er wollte mir meinen Kopf mit Messer zum Schneiden. Aber die Gott. Wir versuchen aus verschiedenen Teilen des Kosovo Leute nach Pristina zu bekommen und veranstalten ein Turnier am 11. Ja, aber schauen wir mal, vielleicht ich kann nichts mit Wasser zu kommen nach Pristina, weil ich habe kein Auto. Möglicherweise holen wir dich. Ja, ich bin fast 60 Kilometer von hier. Das ist eine Mobilnummer. Ja, das ist mobil. Hamid. Hamid? Ja, Hamid. Kanice. Kadriu. Mit K-A-D-R-I-U. Okay. Ja, bitte. Vielen Dank. Danke. Ciao, viel Spaß. Ciao. Ciao. Sonntag ist das Fußballturnier und da soll es dann schön sein. Ich glaube schon, dass am Samstag schöne Wetter wird. Ja. Was ist mit euch? Spielt ihr mit, oder? Ja. Ja? Ich glaube schon. Ja? Wer ist noch? Ihr drei? Und wer noch? Wir haben noch ein paar, die momentan nicht hier sind. Gibt es keine Hotel Pegoli in Dresden? Wir hätten, aber wir müssen neu machen wieder. Ah, okay. Wir hatten früher, weil früher hatten wir ein eigenes Team hier gehabt. Echt? Ja, aber dann mit Hotelmannschaft. Ja, Hotelmannschaft, aber mit der Zeit war zu viel los und war die Zeit dann weg. Okay. Gut, okay. Okay, wir sehen uns dann. Ciao. Bis später. Ciao. Bravo. Erster Sieger mit 10 Mal. Bravo. Ja. Bravo. Ja, ich komme in Germany mit Bobin, mit Familie. Ich komme dann je nach Krieg, je nach Kosiasele, je nach Schuljubre. Wo spielt ihr Fußball? Da? Oder wo? Da hinten? Da, ja. Jamal, let's go. Let's go.